So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online. Wir waren in der letzten Folge in Einsamkeit und haben den Attentäter gefunden und besiegt. Genau, da hatten wir nämlich die eine Quest, wo wir nicht wussten, wo wir genau hin müssen. Und haben die Karte ewig und drei Tage gesucht. Und wir haben herausgefunden, dass sich der Zirkel oder jemand vom Zirkel in der Mine von Kart halt befinden sollte. Und wir werden jetzt dorthin gehen. Wir haben da ja schon, als wir die Quest dort abgeschlossen hatten, mitbekommen, dass da ein Gramsturm durchgewütet ist. Mal schauen, ob das was mit der Hauptstory zu tun hat. So, findet die Karte, folgt der Karte zur Mine. Genau, das wäre dann hier. Unspektakulär für ein finsteres Versteck. Ich werte das mal als gutes Zeichen. Wir glauben, unser Attentäter ist in diese alte Mine geflohen? Man kann ihn doch genauso gut begraben wie überall sonst. Stimmt, wir haben ihn gar nicht. Besieg Fenorian wollte oder hat sich ihm entgegengestellt und ist verwundet worden. Stimmt, so rum war das. Hat Fenorian euch über unsere Funde informiert? Die schlaue Frau hat uns geholfen, den Mörder der Königin zu seinem Versteck in den Eishauchtiefen zu verfolgen. Er kam davon, ließ allerdings Beweise dafür zurück, dass der Zirkel einen weiteren Gramsturm in dieser Mine entfesseln will. Oder hat schon. Diese Pläne durchkreuzen wir. Habe ich etwas vergessen? Da der Attentäter entkommen ist, erwarten sie uns wahrscheinlich. Gut, das Risiko, dass sie fliehen, ist weitaus kleiner, wenn sie meinen, sie wären im Vorteil. Ich bin es leid, diese Ratten durch die Schotten zu jagen. Seid ihr bereit, dem ein Ende zu machen? Los geht's. Ich hoffe, diese Tunnel sind für große Leute geeignet. Ja, ich denke auch. Achso. Ich dachte, ich müsste mich jetzt entscheiden, wem ich folge. Silberschneemine. Nein, nicht die Schwarzweite. Ach nein. Ich will keine Schwarzweite. Ach, wir sind hier. Hallo. Na. Alles schick. Kurz gucken. Okay, hier kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Da müssen wir jetzt den Weg einschlagen. Angriff, folgen wir ihm nach unten. Okay. Dieses Bauwerk scheint nicht ganz stabil zu sein. Nee. Ich denk's auch nicht. Entspannt euch, es braucht mehr als ein wackeliges Gerüst, um Lyris Titanenkind niederzustrecken. Eigentlich machte ich mir mehr Sorgen um mein eigenes Wohlergehen. Aber wenn ihr darauf besteht. Sympathisch für Nurian. Da macht ja bestimmt Pluspunkte. Dämmerdorf müsste das sein. Schon wieder. Zu meinen Forschungen über Himmelsrand gehörten natürlich auch die Legenden über Schwarzweite. Doch ich hätte nie gedacht, dass ich es einmal mit eigenen Augen sehe. Es ist riesig. Mhm. Dieser Brief, den ihr im Versteck des Attentäters gefunden habt, darin wurde ein Bergbaukonsortium in der Finsternis erwähnt. Ah, stimmt, ja. Könnte es dieser Ort sein? Ja, mit Sicherheit. Hier haben wir aber ja auch schon vor Ordnung gesucht. Der Brief deutete an, dass der Zirkel die Minenarbeiter für unterschiedliche Zwecke nutzen will. Genau. Wenn der Attentäter Teil eines Vampirclans ist, der mit dem Zirkel zusammenarbeitet, könnte ich mir kein besseres Versteck als dieses Land der immerwährenden Nacht vorstellen. Ich würde denken, dass die meisten Minenarbeiter keine Ahnung haben, in was sie hier hineingeraten sind. Würde mich mal interessieren, ob wir parallel diese beiden Storyabschnitte hätten absolvieren können. Also einmal die Story in Dämmerdorf und natürlich die Hauptstory, weil wir sind ja hier auch schon gewesen. Sollten wir die Minensiedlung untersuchen? Ihr und Lyris solltet das tun. Das ist unsere beste Spur, um den Attentäter zu finden. Doch wenn die Minenarbeiter auch nur die geringste Ahnung vom Treiben der Vampire hier unten haben, wird meine Anwesenheit für Verwirrung sorgen. Ich bin mir sicher, dass ich mich nützlich machen kann, während ihr die Siedlung untersucht. Schwebt euch etwas Konkretes vor. Ich bleibe außer Sichtweite und überprüfe die umliegende Gegend, während ihr und Lyris die Stadt untersucht. Trefft mich am anderen Ende der Stadt, wenn ihr fertig seid. Dann tauschen wir aus, was wir herausgefunden haben. Ihr hattet erwähnt, dass zu eurer Forschung auch Schwarzweiten-Legenden zählten. Gibt es etwas, das wir wissen sollten? Die meisten Legenden sind abergläubischer Unsinn.
Schwarzweite wurde aber angeblich einst von den Dwemer beherrscht. Ja, liegt nahe. Und das stimmt, werden wir ihre Ruinen sehen. Es gab eine Menge Geschichten über Ungeheuer. Blasse, wilde Humanoide. Palmer. Rieseninsekten. Taurus. Seid auf der Hut. Da kennen wir schon alles schon. Schwarzweite, schon wieder. Dieser Ort muss riesig sein, wenn er sich so weit von Ostmarsch bis hierher erstreckt. Ich fass es nicht, dass Leute hier leben. Ich würde da voll depressiv werden, einfach nur, wenn ich kein Tageslicht sehen würde. Ich meine, die, ich glaube, Amethyst müsste das sein. Die sind schön anzusehen. Aber trotzdem braucht man ein bisschen Sonnenlicht. Auch wegen Vitamin D. Noch keine Spur vom Vampirattentäter. Nein, doch all die Beweise, die ihr gefunden habt, deuten darauf hin, dass er hier unten irgendwo ist. Fragen wir die Minenarbeiter, was sie zu sagen haben. Aber seid gegen alles gewappnet. Dieser Ort riecht geradezu nach einem Hinterhalt. Also wie wollt ihr hiermit umgehen? Teilen wir uns auf. Seht euch um. Stellt ein paar Fragen. Wenn der Mörder durch diese heruntergekommene Stadt gekommen ist, hat ihn vielleicht jemand gesehen. Ruft, wenn ihr Ärger bekommt. Aber unternehmt ansonsten nichts, bis wir alle wieder zusammen sind. Meint ihr wirklich, wir sollten uns aufteilen? So können wir ein größeres Gebiet abdecken. Und ein einzelner Reisender ist weniger auffällig als eine große Gruppe. Hm. Falls einer von uns in Schwierigkeiten gerät, können die anderen zur Rettung eilen. Ja, aber Schwarzwald ist Bleibt groß. Einfach in der Nähe der Siedlung. Und sehr verwinkelt. Wir wollen hier unten nicht komplett voneinander getrennt werden. Okay, gut, dann schauen wir uns einfach mal wieder in Dämmerdorf um. Achso, für den Ruhm ist das gewesen, genau. Ich spreche mit Galuf, mit wem, mit Ralof? Rola. Gut. Ich war gerade ganz verwirrt, weil es gerade so aus, als würde irgendwie so ein Glühwürmchen auf uns zu schweben. Höher? Höher, okay. Die ganze Zeit über hat der Aufseher mit einem Vampir gearbeitet? Ich hatte immer ein ungutes Gefühl bei ihm. So viele Leute sind verschwunden und der Aufseher steckte die ganze Zeit dahinter. Das ist schrecklich. Total schrecklich. So. Geht und stört jemand anders, Hawker. Wenn ich das hier nicht bis zum Ende meiner Schicht fertig kriege, zieht der Aufseher mir die Hammelbeine lang. Ja, der Aufseher gibt es nicht mehr, weil der ja gemeinsam Sache mit dem Papier gemacht hat, falls es noch nicht wissen solltet, und da wurde suspendiert. Ich suche nach jemandem mit einer Klappe über dem linken Auge. Sehe ich denn wie ein Stadtausrufer aus? Wenn der Aufseher wollte, dass wir aufpassen, hätte er uns kaum die Augen verbunden, als wir herkamen. Ihr hattet die Augen verbunden? Ihr nicht? Bisher waren der Aufseher und seine Frau immer besonders wachsam, wenn es um die Geheimhaltung des genauen Standorts der Mine und der Siedlung ging. Ist die Frage, warum? Was macht euch ja, so besonders, nicht fliegen kann? Frage ich mich. Ich suche nur nach einem Mann mit der Augenklappe. Nun, ich habe so jemanden nicht gesehen. Jetzt greift euch eine Schaufel und helft mir oder hockert ab. Ich hockere lieber ab. Ich kann es mir nicht leisten, diese Arbeit zu verlieren. Ja, alles klar. Ich hab's ja schon verstanden. So. Könnt ihr mir helfen? Oh, wir haben sogar Taverne hier drin. Ihr scheint neu in Dämmerdorf zu sein. So seht ihr nämlich aus. Nun, gewöhnt euch lieber daran. Ihr werdet so lange nicht an die Oberfläche kommen, bis ihr diesen Auftrag beendet habt. Daher könnt ihr es euch genauso gut gemütlich machen. Ihr seid ein Gefangener hier? Ein Gefangener? Nein. Warum solltet ihr das denken? Weil, doch wir haben einen Vertrag unterschrieben. Versprochen, dass wir bleiben würden, bis die Arbeit getan ist. Und dass wir niemals irgendjemandem etwas darüber verraten. Ansonsten ist die Arbeit als angestellter Minenarbeiter des Bitterklinge-Minenkonsortiums durchaus lohnenswert. Habt ihr einen Mann mit Augenklappe durch die Stadt kommen sehen? Könnte ich jetzt nicht behaupten. Und ich habe auch keine Geister oder Monster gesehen, wenn ich so darüber nachdenke. Auch wenn der Rest der Stadt von nichts anderem redet. Jedenfalls, willkommen an Bord und Glück auf. Glück auf, Geist und Monster. Ach, lasst euch nicht von ein paar Gerüchten abschrecken. Minenarbeiter sind ein abergläubisches Völkchen und so tief unter der Erde zu sein, lässt die Sinne verrückt spielen. Falls ihr sonst noch etwas über Dämmerdorf oder die Arbeit für das Bitterklinge-Bergbaukonsortium wissen müsst, so fragt einfach. Ihr habt also hier unten nichts Verdächtiges gesehen oder gehört? Ihr meint diese Tölpel, die hier Geisterfallen aufstellen? Die sind harmlos. Und wenn die abergläubischen Minenarbeiter sich dank ihnen sicherer fühlen, dann ist mir das recht.
Elle und Aufseher Ulvar waren immer gerecht und ehrlich zu uns. Elle und Aufseher Ulvar? Elle Bitterklinge. Ihr gehört das Konsortium. Ulvar ist ihr Ehemann und unser Aufseher. Sie haben Dämmerdorf aufgebaut, um ihre Ansprüche zu untermauern. Sie sind geschäftstüchtige Leute. Geheimnistuerisch. Doch das geht stets damit einher, wenn man eine neue Mine aufbaut. Habt ihr etwaige Orte hier unten gesehen, wo sich Banditen verstecken könnten? Was für eine eigentümliche Frage. Dieser ganze Ort ist wie für Unerwünschte gemacht. Tunnel, versunkene Hügelgräber, Drehmaruinen, jede Menge abgelegene Orte. Doch keine Angst, wir sind die Einzigen hier unten. Alles Vorkehrungen sorgen dafür. Wie wurde Teil dieser Bergbauunternehmung? Genau wie ihr, schätze ich. Ich habe einen Aushang in einer Taverne gesehen, mit einem Mittelsmann gesprochen, ein paar Papiere unterschrieben und jetzt bin ich hier. Nun, nachdem man mir die Augen verband und mich durch Eis und Schnee um die halbe Welt führte. Die Arbeit ist hart, aber die Löhne sind hervorragend. So sollte es ja wenigstens sein. Zur bodenlosen Grube. Haben wir hier drin schon? Ich glaube nicht. Wir gucken uns trotzdem mal nochmal kurz um. Hier liegt unten irgendwas. Der schläft. Okay, alles klar. Die liest. Nun gut. Was für eine Zeitverschwendung. Diese Leute haben keine Ahnung, was hier unten vor sich geht. Ich frage mich, ob Dummheit Teil ihres Arbeitsvertrags war. Habt ihr etwas herausfinden können? Niemand, mit dem ich gesprochen habe, hat einen Mann mit Augenklappe gesehen. Nur weil niemand ihn gesehen hat, heißt das nicht, dass er nicht hier war. Sprechen wir mit Fenn, bevor wir hier alles auf den Kopf stellen. Vielleicht hatte er mehr Glück. Finoria meint, er würde uns draußen auf der anderen Seite der Stadt treffen. Genau, schön durch die Schatten schleichen. Geht voran, ich folge euch auf dem Fuße. Natürlich. Und ihr spaltet hoffentlich auch einige Köpfe in zwei. So, Finoria! Also hätten wir wahrscheinlich hier parallel die ganze Sache mitmachen können. Ach, der ist hier. Wow, der hat sich ja richtig gut versteckt. Gerade rechtzeitig. Ich habe den Vampir mit der Augenklappe entdeckt. Er traf eine Zirkelhexe, die ihren Schergen umgehend befahl, Hexendorne um das Gebiet herum aufzustellen. Wie kann man unter der Erde einen Sturm heraufbeschwören? Bei arkanen Phänomenen ist alles möglich. Wenn wir uns beeilen, können wir diesen Gramsturm aufhalten, ehe er irgendwelchen Schaden anrichtet. Ihr und Lyris solltet euch aufteilen. Wir müssen alle Hexendorne zerstören. Was werdet ihr tun, während wir uns um die Hexendorne kümmern? Ich verfolge den Mörder der Königin und die Zirkelhexe. Ihr konzentriert euch darauf, den Gramsturm aufzuhalten. Ich komme danach zu euch und dann stellen wir gemeinsam den Vampir und die Hexe. Wir kümmern uns um die Hexendorne. Bewegung. Ihr nehmt die Ostseite, ich den Westen. Natürlich. Wir sehen uns dann in der Mitte. Okay. Jetzt warte mal tiefer. Dann leuchtet genauso stark wie die Kristalle. Hallöchen! Hatten wir den nicht gesehen gehabt? Oder täusche ich mich gerade? Ich werde mich wahrscheinlich täuschen. Nee, wir hatten nur die Falma. Nein! Sinnlos. Dafür werdet ihr mit eurem Leben bezahlen. Bin verschämt. Sieht auch wunderschön aus. Richtig romantisch. Na, Hallöchen. So, haben wir jetzt schon mal zwei zerstört. Finorian, habt ihr irgendwas gefunden, gesehen? Müsste das jetzt nicht... Kastell? Ach nee, das Kastell war hier weiter oben. Stimmt, ja. Ihr habt den Gramsturm aufgehalten, bevor er auch nur aufziehen konnte. Gut gemacht, meine Freundin. Ehe die Hexe ihr Ritual auch nur beginnen konnte, habe ich die Magiker verschwinden sehen, wie die Flamme einer ausgepusteten Kerze.
Die Hexe und der Vampirattentäter sind nach Kagenthams geflohen. Haken, was? Eine Dwemer-Ruine. Nein. Wir können uns dort um sie kümmern. Wir sollten erst einmal Lyris finden. Die Zeit drängt. Ihr geht zur Ruine. Ich suche Lyris und wir treffen uns dann dort. Natürlich. Sie liegt südöstlich von Dämmerdorf. Falls ihr vor uns ankommt, geht hinein und bewacht den Eingang, bis wir eintreffen. In Ordnung, wir treffen uns in der Dwemer-Ruine. Ach, Halleluja. Ich wusste gar nicht, dass es sie gibt. Ach, wir müssen... Ach, dort hin. Okay, mal gucken. Warte mal, in welche Richtung muss ich denn da jetzt rennen? In die hier, okay. Ah, Purpurn in Nürnwurz. Die hätten wirklich die Todesglockenblumen auch mit hier einbringen können. Da gab es auch die Tollkirsche. Die habe ich auch sehr gern gesammelt in Skyrim. Die gibt es, glaube ich, hier nicht. Zumindest weiß ich nicht mehr. Ihr müsst nehmen. Tollkirsche müssen wir gar nicht hier haben. Na hallöchen, meine kleinen süßen Dwemer-Wachposten. Oh, die Skizze, haben wir die schon? Kennen wir die schon? Natürlich. Ach, sieht auch wunderschön aus. Waren wir hier schon? Ich glaube nicht. Oder doch, es kann noch ge... Oder? Kann das sein, dass wir zu einem anderen Teil von Schwarzweide kommen? Nee, das ist nicht der. Ich dachte, dass wir vielleicht hier irgendwie... Nee, komm. Ach, und wir haben sie gefunden. Na schön. Ein Todesfund haben wir hier. Das freut mich doch. Allzu sehr. Das sieht aber auch schön aus. Ach so, das... Okay. Ich habe ihn gerade akustisch nicht ganz verstanden, aber er hat gesagt, dass er spürt, dass noch andere Vampire hier sind. Nee, die sind bestimmt schon vorher entstanden. Und warum kämpft ihr nicht gegen die Kram-Unholde? Lyris, kommt ihr vielleicht? Danke. Ah, da habe ich schon den nächsten Todeshund. Bestimmt die Vampir. Ja, stimmt, da ist der Typ in der Augenklappe. Vintage-Kopf. Ach, das ist der Korb. Gebt ihr die Jagd denn niemals auf? Nee. Oh, lol. Ich hab euch lange genug aufgehalten. Schwester Tara wird die Exarchen wiederbeleben. Die Exarchen? Achso, wahrscheinlich die... Die, Urvampir-Fürsten? Für Königin Gertrud. Ja. Müssen wir Schwester Tada finden. Wer ist Schwester Tada? Wer ist Schwester Tada? Hä? Haben wir noch jemanden? Nee, ist alles leer. Gott, die Arme. Und es ist nie wieder weiter gewesen. Haben wir noch jemanden? Nein, okay. Boah, Gott, die ganzen Skelette hier. Boah, ist das egal. Hat bestimmt an den ganzen Fleisch genagt. Und hier, oh Gottes Willen. Wer ist Schwester Tada? Habe ich das vergessen, wer das war? Ach so, ja, das war die... Ach ja, die mit dem Korb gemeinsame Sache gemacht hat. Ach so, ich dachte, Schwester Tada, weil er so gesagt hat, also so gerade gesprochen hat, von der Betonung her, dass sie mit zu uns gehört.
Was ist das denn? Erwacht, Exarch. Werdet neu geboren. Ach, das ist ein Exarch. Was zum Geier ist das denn? Ein Werwolf. Zingales. Der Aschefürst. Wohin habt ihr mich gebracht? Also werden wir noch einmal leben, Ulfa. Ich lebe wieder? Wie? Dankt dem Eiskapp-Zirkel für dieses Wunder, Werwolf. Und mein Rezepten, Hexe. Ich wollte nicht respektlos wirken, Exarch Zingales. Wir werden beobachtet, Bruder. Das nächste Mal, Tarda, wird der Aschefürst erwarten, dass mehr als ein Reliquiar wiederhergestellt wird. Mhm. Jetzt kümmert euch um die Eindringlinge, sonst werfe ich euch den Gramunholden vor. Kommt heraus, kleines Geber! Kommt und spielt mit Schwester Tarda! Eine kurze Frage. Wie viele von euren Schwestern werde ich töten müssen, bevor ihr aufgeht? Schlöres! Kurze Frage, Vampire und Werwölfe verstehen sich doch nicht gut. Oder ist es ein weit verbreitetes Missverständnis, also Mythos, dass die sich gegenseitig nicht mögen? Weil laut den ganzen Filmen und Büchern und hast du nicht gesehen, mögen sich ja Werwölfe und Vampire nicht. Warum machen die dann hier gemeinsame Sache? Und ich dachte wirklich, der Exarch wäre halt ein übelst krasser Vampirfürst und kein riesen Werwolf. Na? Wart ihr es, die meine lieben Schwestern getötet hat? Unsere Rache wird euch bis ins Grab verfolgen. Nein, verdammt. Weg. Ach, die kann ich jetzt nicht besiegen. Okay. Es ist ja alles schon wieder weg. Na gut. Wie sehen die denn aus? Ach, das sind wie diese, wie heißt denn das noch? Mann, die in Schwarzmarsch. Gab's ja auch den Hist. Also die. Ach Mann, wie heißen denn diese. Achso, Entschuldigung. Die halt. Oh. Oh. Also zum Beispiel, als wir in Schwarzmarsch bei der letzten Mission gewesen sind, wo wir in diese Dimension gekommen sind, um das männliche Ei. Ich glaube, zu läutern. Und da mussten wir auch mit solchen Kreaturen sprechen, die halt diesen Hist irgendwie verkörpert haben. Also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, wen ich meine. Noch eine Hexe für den Scheiterhaufen. Lassen wir den anderen beiden nach. Ja. Aber ich weiß nicht mehr, wie die genau heißen oder hießen. Beziehungsweise, wo wir in Malabator gewesen sind und hatten diese eine Nebenaufgabe, wo wir ein Flammen, Natur und ich glaube Sturm-Dingen, so. Ich komme gerade nicht auf die Bezeichnung der Kreatur, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, oder? Ich hoffe es zumindest. Weil die sehen schon gruselig aus. Können wir die nicht einfach zerstören? Ich meine, wenn wir die zerstören, dann haben die ja keine Hülle mehr, wo da so ein Exarch heraus. Kann. Fenorian, habt ihr gesehen, wie toll ich gegen die ganzen gekämpft habe? War super dubi. Verdammt, sie sind uns entwischt. Ihr habt es auch gesehen, oder? Die Werwölfin hat die Statue abgestreift wie eine Schlange die Haut. Ja. War sie die ganze Zeit in dieser Steinhülle und hat nur darauf gewartet, geweckt zu werden? Oder hat das Ritual sie irgendwie in dieses Gefäß hineinbeschworen? Es gibt vieles, was ich immer noch nicht verstehe. Was glaubt jetzt Schwester Tarda da drin gemacht? Sie hat offensichtlich ein Ritual durchgeführt. Erinnert ihr euch an den Altar in Kilkreath? Ja. Wir haben die Urne, das Reliquiar und Scherben von einem größeren Steingefäß gefunden. Ich glaube, es waren die Überreste einer dieser Steinhöhlen.
Ich bin mir nicht sicher, wie genau, doch das hat alles mit den Gramstürmen zu tun. In welcher Verbindung stehen die Steinhöhen zu den Gramstürmen? Ich dachte, das Ziel der Gramstürme wäre, Gramunholde zu erschaffen. Ja, dachte ich auch. Inzwischen glaube ich, dass sie nur ein Nebenerzeugnis sind. Der Sturm hat irgendwie Energie gesammelt, mit der die Hexe dann Ulfra, die Werwölfin, beschworen hat. Ulfra scheint zu denken, dass sie wieder zum Leben erweckt wurde. Wieder zum Leben erweckt? Ist es überhaupt möglich? Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass alles möglich ist, wenn Magie im Spiel ist. Ich werde mich mit Lyris umsehen und dann zur alten Mjolin zurückkehren, um die Untersuchung der Rückstände an den Hexendornen abzuschließen. Vielleicht hilft mir das, die Wirkungsweise des Rituals zu verstehen. Ihr könnt das Ritual tatsächlich entschlüsseln, indem ihr die Rückstände untersucht? Theoretisch. Mit meinem Wissen in Sachen Alchemie und dem Verständnis der alten Mjolin für Rake-Magie sollten wir gemeinsam in der Lage dazu sein, etwas Näheres herauszufinden, sobald wir wissen, welche Komponenten in dem Ritual zum Einsatz kamen. Wir haben gehört, wie sie Exarchen und den Aschefürsten erwähnten. Was bedeutet es eurer Meinung nach? Ich weiß nichts von einem Aschefürsten. Aber Exarch? Dieser Begriff ist mir schon bei dem Zwischenfall am Massengrab in Bankorei untergekommen. Massengrab? Es ist ein Rang aus einer uralten Armee. Ihre Mitglieder wurden in diesem ungeweihten Boden begraben und ihre sterblichen Überreste hierher geschmuggelt. Welche uralte Armee? Die Graue Schar. Ah. Das war eine Armee aus Vampiren und Werwölfen, die während der ersten Ära in Hammerfall wütete. Es gibt nicht mehr viele Aufzeichnungen über sie, und selbst die Grabstätte war ein gut gehütetes Geheimnis. Exarch war ein Rang, schätze ich. So wie General. Meinte jemand, versucht die Graue Schar wieder zum Leben zu erwecken? Ich weiß es nicht. Doch das ist der Eindruck, den ich nach dem Gespräch der Hexe mit den Exarchen hatte. Ich wünschte allerdings, wir wüssten mehr über diesen Zingales und diese Ulfra. Und diesen Aschefürsten. Deshalb will ich auch die Ritualstätte untersuchen. Verdammt, der Vampir und der Werwolf sind lange weg. Sie nannten sich Zingales und Ulfra. Und sie hatten ungewöhnliche Ränge oder Titel. Exarch. Ich frage mich, was das heißt. Sie haben auch einen Aschenfürsten erwähnt. Ja, hatte ich gehört. Aber keine Ahnung, wer oder was das ist. Vielleicht wird Fenn aus dem, was wir hier unten gesehen haben, schlau. In der Zwischenzeit gehe ich wieder rein. Ich will mir diese Steinhöhlen näher ansehen, die da zurückgelassen wurden. Was soll ich eurer Meinung nach tun? Während Fenn und ich diese Ritualstätte näher untersuchen, solltet ihr nach Einsamkeit zurückkehren und Svana darüber in Kenntnis setzen, dass der Mörder ihrer Mutter tot ist. Sie wird das wissen wollen. Mehr noch, sie hat es verdient, das zu wissen. Ich werde Svana die Neuigkeiten überbringen. Ich habe Svana im einsamen Troll zurückgelassen, unter der Obhut des betrunkenen Orks Mauk. Sofern er meine ziemlich strikten Warnungen nicht ignoriert hat, sollte er dafür sorgen, dass die Prinzessin dort bleibt. Ich treffe euch in der Stadt, sobald wir hier fertig sind. Was hofft ihr, eine Ritualstätte zu finden? Etwas, was uns mehr darüber verrät, was der Zirkel und seine Verbündeten erreichen wollten. Vielleicht etwas über diesen Aschefürsten. Ich würde mich sogar mit einem Hinweis zufrieden geben, der auf andere Festungen hier unten verweist. Oh, wir brauchen mehr, um weiterzumachen. Warum habt ihr Svan am einsamen Troll gelassen? Weil ich der Sicherheit im Palast nicht traue. Vampir oder nicht, der Attentäter ist viel zu leicht so dicht an die Königin herangekommen. Außerdem fühlt sich Svana in der Taverne wohl. Ich dachte mir, sie braucht etwas Vertrautes, nachdem sie ihre Mutter sterben sah. Das stimmt, sehr lüblich von euch. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge in Einsamkeit wieder, wenn wir der guten Svana berichten, dass der Attentäter tot ist. Und dann, ja, werden wir auf den guten Fenorian und auf die Lyris warten, was sie, ja, herausfinden werden. Und ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.